So, das sind wir auch wieder. Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt auch im letzten Park schon Offscreen Gaming gemacht habe, sozusagen. Ich verändere ja nichts an dem Park. Ich bleibe einfach so ganz normal stehen, mache irgendwas. Nebenbei hat einfach nur damit zu tun, dass ich, wie auch schon letztes Mal gesagt, dass ich das alles nicht unnötig in die Länge ziehe, weil einfach überhaupt gar nichts passiert in der Zeit. So, wir haben schon ganz gut verdient. Wie man hier oben sehen kann. Ja. Und dann wird jetzt daraus Folgendes passieren. Dadurch, dass ich das jetzt alles zurückzahle, wird sich unser nächstes Ziel erfüllen. So, wir dürfen hier jetzt extra Land kaufen. Ich muss mal kurz schauen. Gut, unsere Achterbahn reicht. Na, ein bisschen zu der Hals, so wie sich das anhört, noch anfühlt. Gut, ja, ein VIP ist angekommen. So, Kollege Karaoke. Karaoke, ja. Gezumin Achterbahn 1. Ich pausiere das Ganze mal, denn ich möchte sie ganz gerne verfolgen. Wo ist sie denn gerade? Ja, das ist Karaoke, die weltberühmte Popstar-Sängerin, keine Ahnung, mit Bunnies in den Haaren und ein Ausschnitt bis zum, keine Ahnung, so ein Hello Kitty-Verschnitt. Die werden wir jetzt mal verfolgen. Sie will in die Achterbahn. Das sagt unser Verkehrswert, ist nicht erreicht. Also es sieht wohl danach aus, dass wir noch einiges verdienen müssen. Bin in Eile. So, Karaoke, wo bist du denn? Da sitzt sie. Dann würde ich mal sagen, fahren wir mal mit. Na, wo ist sie denn? Nein, das ist der falsche Zug. Stückchen nach hinten. Da sitzt sie, Karaoke. Jetzt können wir uns die noch mal etwas näher anschauen. Ich hoffe es. Nein, das war falsch. Ich wollte hier hin. So. So sieht sie aus, unsere Karaoke. Überall Herzchen. Oh mein Gott, das sieht hier ja aus wie hinge. Da düst doch schon Müll rum, das heißt, hier liegt eindeutig zu viel Müll. Da vorne sitzt sie mit den süßen kleinen Engelsflügelchen. Oh Gottes Willen, jawohl. Wäre ich jetzt schwul, würde es mir glatt gefallen. Ja, okay. So. Brauchen wir auch eine vernünftige Sicht. Ja, wenn das Ganze mal wenigstens ein durchgängiger Bahnbetrieb wäre. Ja, da sitzt er in der Luft. Hihi. Und nu? Ganz einfach. Und nun einfach mal hier. Mal eben warten. Mal eben schauen. Oh, was sagt denn unser Verkehrswert eigentlich? Sagt 64.000. Okay. Ich habe eine Idee. Ob ich sie umsetzen werde, steht noch in der Frage. Gigabahn kann ich mir bestimmt nicht leisten. Was haben wir denn hier noch? Lifting. Kostet 15.000. Oh, 16.000 sogar. Fallbahn. Kostet 10.000. Dann warten wir mal kurz. Was geht hier so ab? Hier geht auch was ab. TNT-Spirale wurde repariert. Was sieht es hier hinten aus?
Geht so. Geht so, geht so, geht so, geht so. Hier bricht alles auseinander. Müsste eigentlich noch irgendwas hier hinsetzen, was total viel Geld kostet und total unnötig ist. Was kostet denn viel Geld und ist total unnötig? Ich habe hier sowieso nirgendwo mehr Platz, also. Gucken, vielleicht kriege ich ja hier noch so einen kleinen Inverted Coaster hingeballert. Na, hoppala. Das müsste doch eigentlich, ja, genau. Wollte doch gerade sagen, das müsste doch eigentlich gehen. Ah, das geht natürlich nicht. Das sieht ja ganz schön nach Madness aus, dieser Abgang. Aber nun gut. Wir alle stehen ja tierisch auf Madness. Madness ist super. Das ist Sparta und so. Und so, oh Gott, wie ich das eigentlich hasse, wenn Leute das immer die ganze Zeit sagen. Ja, und so. Ich habe kein Leben und so, weißt du. Und was mir auch ganz tierisch auf den Zeiger geht, ist, wenn Leute die ganze Zeit. Ne? Boah, da könnte ich. Könnte ich so Peter Griffin-Style eine Sendung draus machen, warum ich wirklich am Rad drehe. Wenn Leute die ganze Zeit. Ne? Machen. Wirklich nach jedem zweiten Wort. Ne? Boah, als ob man das nicht verstanden hätte. Ah, okay, so. Ja, ich war jetzt etwas verwirrter, was unsere Karaoke da brabbelt. Ich gehe nicht auf Klaue des Untergangs, ist nicht sicher. Nein, die Klaue des Untergangs ist dein Verderben. Karaoke. Naja, du wirst aber mit Sicherheit den Spaß gehabt haben. Hört sich zumindest danach an, als ob du den Spaß gehabt hättest. Boah, krass. Krass. Ich hoffe mal, sie ist zufrieden. Ich hoffe, wir konnten sie glücklich machen. Ach, klar, haben wir ihn beeindruckt. Ah, sie möchte mit zwei Achterbahnen fahren, mit einer Mindestanzahl. Es war ja so klar, dass da ein Haken an der Sache ist. Und wäre auch zu schön gewesen. Ich weiß gar nicht, funktioniert die hier überhaupt? Haben wir gar nicht geguckt. Wollen wir eben schnell durchlaufen, gucken und. Du hast eine Regierungsbewertung von. Komm, sag doch. Sag es doch. Hoch, hoch, hoch und hoch. Das ist schön. Wird kosten auch wieder so um die 3,50. So, wann kommt dann Verkehrsdaten haben wir erfüllt. So, nein, du wirst alle Wegpunkte löschen. Und zwar, du gehst rein.
Erstmal hier. Und dann gehst du hier rein. Kapisch? Wann kommst du denn wieder das nächste Mal? Am 1. September. Na, ich hoffe mal, es wird schon noch reinpassen. Aber das glaube ich wohl kaum. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm.